32, ob ich den schaffe. Hopp. Der Magi, hinterher! Bleib stehen da. Bleib stehen, hab ich gesagt. Muss ich jetzt echt zu dir runterkommen? Ja, zwingst du mich dazu? Läuft vorbei. Und nächstes Leggy. Heute läuft. Oh, hups. Yeah, next Leggy, next. Okay, dann schauen wir mal, was wir so zum Abschluss noch alles an Quests machen werden. Da ich jetzt seit ein paar Tagen auch dieses 100% CPU-Auslastproblem habe und das beim Stream natürlich gar nicht gut kommt, müssen wir uns heute so ein bisschen beeilen und die letzten Sachen noch mal in Angriff nehmen. Und wir machen jetzt hier im Fayum weiter. Hier ganz kurz die Sachen und dann gehen wir auch schon runter nach, wie hieß das? Krokodilopolis oder irgendwie so? War das das? Ne, wo war das? Da war das. Das heißt, erst danach da und danach da. Ich glaube, das sollten wir alles im Stream schaffen. Ist zwar eine Menge, aber ich hoffe, dass wir mindestens dann noch zwei Level schaffen. Hergehört! Bitte seid vorsichtig! Welcher Fluch? Wovon redest du überhaupt? Griechen und Ägypter leben nicht mehr in Harmonie. Die Götter grollen deswegen. Ich bin Nanefer,
Ich weiß nicht, ob ich Grieche oder Ägypter bin. Ich bin ein Waisenkind. Keine Harmonie. Was meinst du damit? Die ägyptische Göttin Vajet schickt Nachtschlangen in griechische Viertel. Nur Griechen wurden getötet. Wir sind nicht mehr im Gleichgewicht. Sieh es dir selbst an. Nördlich der Villa. Na schön. Ich werde es untersuchen. Das war schwerer, als es hätte sein müssen. Und... Nick, was war das? Die Götter zürnen. Das war ganz nahe im Norden. Muss wohl etwas mit dem Fluch zu tun haben. Was war hier los? Ich höre mich mal um. Ah, ich rieche das verbrannte Fleisch. Dieser Krug gehört hier nicht her. Da drin bewegt sich was. Noch ein von Wajet verfluchter Fremder. Schon der dritte diese Woche. Diese lausigen Griechen haben nichts anderes verdient, wenn du mich fragst. Aber was weiß ich? Ich bin ja nur ein einfacher ägyptischer Hauswart, der diesen Scheißkerl hinterherputzt. Hey, Vorsicht, was du sagst. Es gab Tote. Ich muss mich hier umsehen. Was du dir ansehen solltest, ist deine Hautfarbe, Söhnchen. Harmonie ist, was wir brauchen. Und nicht noch mehr Vorurteile. Hör zu, wir haben in einer Höhle unter dem, was vom großen Tempel übrig ist, einen Schrein gebaut. Warum ehrst du dort nicht Wajet mit uns? Ägypter müssen derzeit zusammenhalten. Vielleicht später. Erst sehe ich mich um. Oi, tis meisonos afrosinis. Ja, und gleich noch einen Schatz gefunden. Diese Krüge habe ich auch schon im Griechenviertel gesehen. Hier züchten sie die Schlangen. Götter, ich hasse Schlangen. Oh. Ah, schon wieder? Warum ausgerechnet Schlangen? Ein aufwendiger Schrein für die Schlangengöttin Wajet. Wie es sich anhört, werde ich den Hauswart nicht mehr suchen müssen. Er hat mich schon gefunden. Wenn er rauskommt, ist er dran. Er darf nicht fliehen. Hauswart, die Schlangen waren deine. Du dienst den Griechen? Dann komm her, du nutzloser Ionia-Sklave. Folge. Das hat Ptolemäus Ägypten angetan. Ein Land ohne Gleichgewicht, voller Hass und Zwietracht.
Wenigstens kann ich die Geisel retten. Die Männer des Hauswarts halten sie in Panuki fest. Ja. Okay. Da vorne ist das Versteck des Hauswarts. Hier schießen sie zuerst und fragen... Ach, es stinkt nach verfaultem Fleisch. Die Leiche sieht griechisch aus. Sie ist schon eine Weile hier. Das erklärt den Geruch. Er wurde von hinten erschlagen. Okay, ich habe gesehen, wo wir rein können. Was wird aus diesem blöden Stammel? Können wir hier durch? Ah. Schade, macht er nicht. Dieser Wind. Ein Sturm kommt auf. Nicht weglaufen. Mag ich nicht. Hey, wie er mehr weglaufen ist. Das ist selber schuld. Dreht mir den Rücken zu. Was? Hätte es nicht herkommen sollen. Okay, jetzt ich. Halt, stopp. Au. Du brennst, Junge, merk das. Ja. Wie er mich die ganze Zeit abhört. Reiß dir die Eingeweide raus. Gibt's doch nicht. Kannst du stehen? Serapis, sei Dank. Ich glaube nicht. Ich wurde geschlagen. Ganz ruhig. Ich trage dich raus. Okay, sind hier noch andere? Nee. Nein.
Kannst du gehen? Sie schlugen mich, weil sie mich für einen Griechen hielten. Warte, du hast doch gestottert. Bei unserem ersten Treffen hatte ich Angst. Da stottere ich eben. Bei den Göttern ist denn nichts wahr? Nun, du lebst, Nanifer. Sei dankbar. Ich lebe, aber Ägypten ist ohne Gleichgewicht. Du musst wissen, Magi, das Gesetz will Harmonie zwischen allen Völkern. Möge Serapis uns einen. Der Kult des Hauswarts ist erledigt. Aber Nanifer hat recht. Ägypten ist aus dem Gleichgewicht. Und das liegt am Orden der Ältesten. Yes. Oh, yeah. Jetzt haben wir noch einen Giftbogen bekommen. Ich sollte Padiaset von Seetep erzählen. Das wird ihm nicht gefallen. Darf ich nochmal zurück, ja? Naja, ich hab's gewusst. Aber zuerst holen wir uns die Schätze. Wie kommen wir da rein? Anklopfen ist nicht. Auch nicht. Die Griechen ziehen in die frisch sanierten Gebiete im Norden der Stadt. Die Ägypter ziehen zu ihren Brüdern im Süden, wo die Sicherheitsmaßnahmen verschärft wurden. Dann gehen wir so. Für alle. Um die Sicherheit von Krokodilopolis zu gewähren, ist es nötig, die griechischen und ägyptischen Einwohner zu trennen. Ich sollte mich hier nicht... Okay, jetzt da hinten wieder hin. Profitieren. Sicherheit für alle. Der brutale Mord an einem griechischen Händler im Elendsviertel zeigt, dass wir mehr für die Sicherheit tun müssen. Verdammt! Hey, gemeinsam! Tut mir leid, Rassentrennung geht gar nicht. Der muss sterben. Und es war kein Zivilistenkill, sonst würde es mir angezeigt werden, dass ich ein böser Magi gewesen bin. Das neue Amüsierviertel von Krokodilopolis ist eröffnet. Dieser Triumph griechischer Baukunst bietet uns. Hunderte von Ägyptern verhungern jedes Jahr. Wo sind Sobek und seine speichelleckenden Priester? Wo ist der Schutz, den man uns versprach? Freie Decision gerecht. Bei den Göttern. Was ist passiert? Mögest du in das Land der Duat eingehen. Möge Sobek dir gnädig sein. Ma'at dich für würdig halten.
Du... Magi, du kommst spät. Sehe, Tipps Männer kamen, um mich zu töten. Das sehe ich. Nicht schlecht für einen Priester, der Blutvergießen verabscheut. Ich war nicht immer Priester. Ich dachte, ich wäre alledem entkommen. Sehetep und ich haben gemeinsam zum Glauben gefunden. Sind gemeinsam dem Tempel beigetreten. Ich wusste, dass er mit sich rang, so wie auch ich. Aber ich muss ihn aufhalten. Keiner darf wissen, dass ihr gegen ihn vorgeht. Nicht, wenn der Kult überleben soll. Es sieht schlecht aus, wenn ein Priester tötet. Ich sollte das tun. Du hast recht. Du findest ihn am nördlichen Tempel. Oh mein Gott. Ich treffe dich dann davor. Wieder zurück. Okay, diesmal holen wir uns erstmal den Reisepunkt. Wenn wir schon wieder in der Richtung sind. Oh, was kriegt mir noch? Nun ist Kette. Der Haupttempel Sobeks. Sehetep ist da drin. Er wird gut bewacht. Hier sollte ich vorsichtig sein. Okay. Ach, der bewegt. Komm ich da rein? Der Magi, der unser Schiff überfiel. Wer ist er? Er ist nicht aus dem Fayum. Ein skrupelloser Reisender, den Berichten nach. Ein Überbleibsel aus dem Alten Reich, heißt es. Das Alte Reich ist tot! Mir ist egal, wer er ist. Ich werde seinen ungläubigen Kadaver Petessoros vorwerfen.
Jetzt verarscht er mich. Wir haben den nach Hunters erwischt. Schnell! Es ist getan. Glaube wird viel zu oft zu Verrat, wie es scheint. Ich sollte Padiaset treffen. Was? Hey, halt die Waffe griffbereit. Ich decke dich. Alles gut, Philos. Na, hätte ich das gewusst, ey. Darf ich ihn nochmal zurück? Jetzt gehen wir einfach durchs Tor. Hey, was? Ja, du Wurm! Denkst du, der Magi wird Erfolg haben? Sehetep wählte den Tod. Dann musste es sein. Ich habe heute einen Bruder verloren. Hätte ich früher gehandelt, hätte er vielleicht wieder so werden können wie früher. Glaube darf nicht passiv sein. Das ist meine Lektion. Wir bauen wieder auf, was zerstört wurde. Doch was ist mit den Soldaten? Sie hatten bei alledem ihre Hände im Spiel. Sie werden sich immer einmischen. Aber bleibt stark. Sie legen sich so schnell nicht wieder mit dem Tempel an. Sobek hat auch Krieger. Du ehrst mich, Magi. Möge Sobek dich ehren. Legi, sehr schön.